Hallo, ratet mal, wer hier ist. Bist du schon am Aufnehmen eigentlich? Ja, Ach so, okay. aber wir können ja noch mal von vorne anfangen. Also ich fange mal Wir können das auch so drin lassen, ist doch an. witzig. Ja, also gut. Na, ihr kennt uns ja schon, steht ja auch da, wer wir sind. Ja, die Irren. Genau, das Duo Infernale, jetzt ganz offiziell auch bei YouTube. Steffi und ich. Jo, mit Genau. deinem eigenen Kanal für euch. Und für uns gemeinsam? Genau, und da werden wir Adventures spielen. Schätze ich mal, hauptsächlich Adventures wahrscheinlich. Hauptsächlich Adventures, denke ich mal auch. Point and Clicks, ziemlich alte, vielleicht auch mal das eine oder andere neue. Wissen wir aber noch nicht genau. Wir haben uns mal so 10 Projekte rausgefieselt. Die stellen wir euch auch gleich vor. Aber Also wir du. auf jeden Fall machen werden, wahrscheinlich, ne? Also sehr, sehr wahrscheinlich. Da sind wir Laufende. dann auch die nächsten Jahre beschäftigt. Reichlich, ja. Ja. Also, wenn uns jemand dafür bezahlen mag, herzlich gerne, immer her damit. Können wir dann gut gebrauchen. Aber ich denke mal, wir werden sicherlich auch das eine oder andere Let's Laber noch machen, so wie mit Biene Maja. Genau, also so ein Jahresrückblick ist auf jeden Fall geplant, kann man an dieser Stelle schon sagen, oder? Ja, ich finde schon, wir haben ja schon September. Das geht durchaus, ja. Das geht schon Richtung Jahresende. Absolut, ja. Du, die Zeit rast, ne? Also wir haben jetzt schon dann bald auch Oktober und dann ist nur. Und es liegen ja auch schon wieder Weihnachtsgebäcke aus, überall. Boah, ja, und dann darf man wieder Weihnachtsgeschenke einkaufen oder basteln Am oder. besten basteln. Ich bastel den Leuten am liebsten Videos. Das ist auch ein schönes Geschenk, habe ich jetzt noch nie gemacht, weil bei uns, ja, weiß ich nicht, ob das jemand gucken wird. Versuch's doch einfach mal. Aber auf jeden Fall werden wir für euch ganz fürchterlich viele Videos basteln. Und wir fangen einfach mal an, so ein bisschen unsere geplanten, also festgeplanten Projekte vorzustellen. Sind auch nur 10 Stück. Wir werden Nur, 10 Jahre damit beschäftigt sein und es fällt es sicherlich. können Änderungen sind vorbehalten. Auf jeden Also es kann Fall. sein, dass irgendwas nicht funktionieren sollte oder so, aber geplant sind diese Werke auf jeden Fall mal und Das stimmt. Und getestet sind die meisten auch. Also laufen tun die meisten schon. Und sie kommen jetzt auch nicht unbedingt in der Reihenfolge, in der wir sie hier vorstellen. Ja, also da je nach Lust und Laune. Aber wir fangen mal an. Steffi wird nämlich dann Alien Incident spielen. Erzähl mal was. Genau, das ist auf jeden Fall so ein Science-Fiction 2D-Abenteuer. Und ja, es soll jetzt angeblich nicht so schwer sein, aber ich habe keine Ahnung, also noch keine Ahnung zumindest. Und die Geschichte, die ist auch recht lustig eigentlich. Die Grafik hat uns sehr gut gefallen, nicht wahr, ne? Ja, Also, das stimmt, das ist richtig, ja. und Wir haben es ja mal irgendwann kurz ja, Marlene angespielt. hat es zum Laufen gebracht, auf meinem Rechner praktisch. Und Ach Gott, stimmt, das war ja. ja schießer. Da haben wir 2 Stunden, glaube ich, aber auch rumgemacht, ne? Oh, ewig. Aber wir haben es geschafft. Ja. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Ich denke, Will ich das noch wird eine uns auch Spaß Geschichte machen, hoffe euch sagen? auch. Ja, klar, gerne. Also man spielt wohl den jungen Benjamin und das ist so ein ganz cooler Typ. Man weiß das ja so ein Macho, ja, Teenie-Alter und so. Oh Gott. Und Ja. ja, der wohnt bei einem Wissenschaftler und während einem ganz komischen, seltsamen Experiment, ja, der will irgendwie Wurmlöcher aufdecken, der Wissenschaftler. Gott. Und das, ja, und geht natürlich schief und er wird von Außerirdischen entführt. Und unsere Mein Aufgabe Gott. ist es dann, wie kann es auch anders sein, ne? Uns erstens mal nicht auch noch von denen entführen zu lassen und den Onkel dann aus der Welt zu retten. Also so ungefähr grob die Geschichte, soweit ich sie nachlesen konnte, weil wir haben eigentlich nur kurz reingeguckt. Genau, und es ist Das. alles auf Englisch, aber das macht uns nichts aus. Ich werde fleißig versuchen zu übersetzen Ja, und wir werden muss viel mir dann Spaß haben. Hoffentlich geben. Ah, das wird auch noch öfter vorkommen. Dann kommen wir mal zum nächsten. Das wird sein Escape from Delirium. Hat zwar einen englischen Titel, ist aber von deutschen Fans entwickelt. Die müssen sehr Monkey Island 2-Fans gewesen sein. Also ihr werdet euch oft genug wundern, wenn wir das dann irgendwann mal spielen. Das kommt mir aber doch arg bekannt vor. Kam es mir dann irgendwie auch beim Durchspielen und dachte irgendwie, Ich habe da mal nachgelesen, ich habe also tatsächlich sehr viel.
aus Monkey Island 2 übernommen, inklusive dem Helden. Aber es ist recht witzig gemacht und ich glaube, da haben wir viel Spaß mit. Das ist auch komplett auf Deutsch. Ja, so. Oder irgendwelche Vorschläge von euch können wir eigentlich auch machen, ne? Dass immer. Irgendwelche Fan-Adventures, weil die mögen wir eigentlich beide sehr gerne. Mhm. Ich habe ja, also du hast ja auch einen eigenen Kanal für solche Freeware, auch Fan-Adventures, oder? Also wenn ich das richtig verstanden habe, spielst du die ja auch sehr gerne. Auf jeden Fall. Ich habe ja auch schon welche gespielt, also wenn ihr da irgendwelche Vorschläge habt oder Wünsche und Anregungen, nur her damit. Wir gucken uns die Spiele an und dann, entscheiden, ob man die spielen oder auch nicht oder so, ne? Also nur her mit Vorschlägen immer. Wollte ich nur kurz einschieben. Ja, hast du auch völlig recht. Wunderbar. Ich hätte mich jetzt vergessen. Gut. So, dann das nächste, unser Problemkind Ankh 3, Kampf der Götter. Wir können es nicht versprechen, aber wir bemühen uns und mehr möchte ich zu diesem Thema momentan echt noch nicht sagen. Nein! So, Steffi, your turn. Ja, Conquest of the Longbow ist eines der wenigen Robin Hood-Titel, also Spielen überhaupt, Spielumsetzungen. Da gibt es ja scheint gar nicht so viele, was eigentlich sehr überraschend ist, wie ich finde, weil er ist ja schon, also jedes Kind kennt Robin Hood. Und ja, aber Kevin Costner war zu teuer, um den als Spielefigur zu haben. Eigentlich schon. Robin Hood, die Geschichte, die kennt ja eigentlich jeder, ne? Also das ist der sich für die Armen einsetzt auf der Welt und den Reichen Geld und Wohlstand wegnimmt, um es den Armen zu bringen. Genau, wir wollen auch einen Robin Hood. Ja, ich finde... Hier in Baden-Württemberg, sollst du was kommen. Also diese ganze Robin Hood-Geschichte, also das Gegenteil davon ist wohl die FDP, denke ich jedes Mal. Um mir mal den aktuellen Bezug herzustellen. Ja, das ist auch ganz witzig. Das ist auch ein altes Jera-Spiel. Und das haben wir auch zum Laufen gebracht, ne? Ja, alte Spiele kann ich eigentlich immer ganz gut zum Laufen bringen, ja. Ja, und das hat auch wieder so ein schönes Punktesystem und alles und mehr weiß ich eigentlich auch noch nicht. Ich weiß nur, dass es recht untergegangen ist unter den Sierra-Spielen, was schade ist, denn es kann ohne Zweifel mithalten, qualitativ und auch inhaltlich. Also es hält sich auch an die Robin Hood-Geschichte scheint recht genau, wenn ich Und ich finde es eigentlich auch grafisch sehr schön gemacht. Es ist auf jeden Fall ein Augenschmaus. Und es macht einfach Spaß. Ne? Es gibt da wieder so verschiedene Herangehensweisen an die Dinge und alles. Und es ist leider ein bisschen unbekannt, wie gesagt. Und das wollen wir ändern. Genau. Und jetzt kommen wir zu einer ganzen Reihe alter Sierra-Spiele, die ich dann machen werde, weil ich sie gut kenne. Das erste ist Torrent's Passage. Ich habe es unter DOS zum Laufen gebracht, das wird noch sehr lustig. Da haben wir die deutschen Untertitel dabei, das ist sehr schön, das ist ein junger Mann, dem auf einmal seine Eltern weggebeamt werden, das ist so wieder ein böser Zauberer dabei. Und dieser junge Mann heißt natürlich Torrin, wer hätte das jetzt vermutet, der sich auf eine abenteuerliche Reise begibt, um seine Eltern wiederzufinden. Und diese Abenteuer sind auch wirklich total witzig. Das Ding hat, glaube ich, Sprachausgabe, die können wir aber ausmachen. Dann sprechen wir dann selber, wie in vielen anderen Spielen ja auch schon. Also das ist eins meiner Lieblingsspiele, auch aus der Sierra-Schmiede. Und auch eins von den unbekannteren, sehr zu meinem großen Leidwesen, weil es wunderschön ist. Und wenn man stirbt, dann kommt ein Ups-Knöpfchen und man kann genau da anfangen, wo man gestorben ist, im Gegensatz zu King's Quest, was ich sehr angenehm finde. Das ist doch mal ein Fortschritt. Das nächste wäre dann Shivers, auch Sierra, auch relativ unbekannt, auch noch nicht so dolle und oft geletzplayed und wenn dann irgendwie nur ziemlich grottig, also wir werden es irgendwie hoffentlich schöner machen. Passt sich wunderbar übrigens ein in Ankh, weil es mit Ägyptologie zu tun hat. Wir sind ein Teenager und betreten des Nachts ein einsames, verlassenes, ein betriebgenommenes Museum. Und stöbern da rum und was wir da entdecken, das lässt euch sich die Haare sträuben. Nachts im Museum. Ja, das kenne ich doch. Das gibt's so im Film, ne? Ja. Ja. Also ich glaube, das ist ziemlich ähnlich hier. Also ist auf jeden Fall tierisch spannend und es hat viele, viele Puzzles. Da werden wir auch noch unsere Freude dran haben, ist versprochen. Und ihr auch beim Zugucken, wenn wir uns da abquälen.
Jo, und dann mal zur Erheiterung aller, Space Quest 6 auf Deutsch. Da schalten wir die Sprachausgabe aus. Die läuft zwar auch in DOS, aber die Deutsche ist dermaßen grottig, dass ihr lieber uns hört als die. Ich glaube, die haben da nur einen Sprecher oder so. Keine Ahnung. Was, echt? Ja, es klingt so, als wenn das nur einer wäre. Aber das Spiel ist total witzig und Roger Wilco ist einfach Kult. Der muss zu uns, der gehört zu uns. Genau wie Leisure Suit Larry Leffer. Der armselige Macho schlechthin, der nie Glück hat in der Liebe. Und ich habe mich, weil ich ein paar Spiele gespielt habe mit Larry, für den Zweier entschieden, weil er mir mit Abstand am allerbesten gefällt. Es wird einfach nur lustig. Uraltes Spiel mit Texteingabe auf Englisch verspricht sehr witzig zu werden. Und als letztes aus der Sierra-Reihe hängen wir dann auch noch King's Quest 6 dran. Ja, so viel zu unserer Sierra-Reihe. Und jetzt kommt dann last but not least Steffi, weil du da nicht auch bist. Ja, da waren jetzt einige von oder ein paar von euch oder zumindest weiß ich, wer von euch sich jetzt ganz dolle freuen wird. Das kommt, ja. Das haben wir zum Laufen gebracht. Ne? Also, das funktioniert, das Ding. Und das hat auch ähnlich lange gedauert, genau, wie das, Alien das Incident, glaube ich. Ne? Das waren bestimmt 2 Stunden gebraucht oder so. Und ja. Das Spiel habe ich in einer wundervoll schönen Ausgabe gekauft. Und da ist richtig noch, wie das früher, so mit viel Liebe, mit Zeichnungen, Handbuch, ne, und alles, alle Pipapo, sogar ein Poster ist dabei und so. Und das werden wir auch noch spielen. Das ist ein Fantasy-Kracher und das wird ganz witzig, das wird ganz toll. Das gibt es leider noch nicht auf YouTube und deswegen wollen wir das ändern. Ja, was heißt leider? Deshalb sind wir die Ersten. Ja, stimmt, ja. Okay. Aha. Und zwar also, nicht nur, weil wir es irgendwann spielen, sondern weil dieses das allererste Spiel wird, was auf diesem Kanal überhaupt erscheint. Yo! Genau, wir haben es bis jetzt nur angespielt und es klingt sehr vielversprechend. Es sieht wunderschön aus. Und die Story, also da ist noch ein extra Booklet dabei, da habe ich angefangen zu lesen über, das basiert auch auf einer Romanreihe und es ist einfach, es ist richtig schön und man kann sich da verlieren in diese Welt, in die man da eintaucht. Ja, und das kommt dann auch schon... Das wird auch gewidmet, das Let's Play. Auf jeden Fall und das kommt auch schon ziemlich bald. Yeah. Ja, also so in den nächsten 2 Wochen, denke ich, könnt ihr mit den ersten Folgen rechnen. Ja. Ja. Das ist ein schönes Point-and-Click und das sind auch alles, also die Sierra-Titel, die Marlene jetzt vorgeschlagen hat für unseren Kanal, die kenne ich jetzt nicht, da bin ich auch ganz gespannt, was da draus wird und wie die eben sind. Ne? Ja, also klasse. Ich bin ja nicht sehr Sierra bewandert, wie ihr ja alle wisst. Aber ich glaube, wenn wir die 10 hier alle gemacht haben, dann wird sich das ändern. Auf jeden Fall, ja. Du hast ja das erste jetzt schon erfolgreich mit mir hinter dich gebracht. Und wir haben noch genau 1 Minute Zeit. Ha. Ja. Jo. Dann würden wir uns freuen, wenn ihr mit dabei seid. Sein werdet. Wie gesagt, Vorschläge könnt ihr jederzeit anbringen, auch was wir eben zocken sollen. Es können auch Flash-Games sein, ne? Das haben wir ja auch schon gespielt. Ja, auf jeden Fall, herzlich gerne, ja. Ja, ihr könnt uns auch Spiele zuschicken und so. Ja, ihr könnt uns einfach überhaupt alles zuschicken. Was ich noch kurz sagen wollte, ihr könnt uns natürlich abonnieren. Wir abonnieren auf diesem Kanal nichts, weil wir natürlich das tun auf unseren eigenen Kanälen, ne? Freundesanfragen, ja, Abos, ja, aber wir reabonnieren hier nichts, weil wir gucken dann die Sachen schon alle auf unseren eigenen Kanälen. Aber ja, wenn ihr einen tollen Kanal habt, dann wird der von uns natürlich abonniert auf unseren eigenen Kanälen. Genau, so. Also bei uns dann, also Marlenes Kanal, mein Kanal, genau. Und das hier ist ein gemeinsames Projekt und wir hoffen, das gefällt euch und wir haben immer sehr viel Spaß und wir hoffen, dass ihr auch ein bisschen Spaß habt mit dem Welcome. Auf jeden Fall. Und wir müssen jetzt tierischen Schluss machen und sagen, wir freuen uns auf euch auf unserem neuen gemeinsamen Kanal. Bis dann, bleibt dran. Ciao und adiamos.